Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte dieses Paket schicken. Ja, wohin geht es? Nach Amerika in New York. Wo haben Sie den Paketschein? Haben Sie keinen Paketschein ausgefüllt? Nein, noch nicht. Dann müssen Sie bitte noch einen Paketschein ausfüllen. Wo sind die Paketscheine? Hier bitte. Danke. Ich habe keinen Kugelschreiber dabei. Haben Sie einen? Drüben auf dem Tisch. Und da können Sie auch den Schein ausfüllen. Dann muss ich wieder in der Schlange stehen? Nein, Sie können einfach zu mir kommen, wenn Sie mit dem Ausfüllen fertig sind. Okay, danke. Meine Güte. Was war die Adresse? Ich hoffe, Emma ist jetzt zu Hause. Ich ruf mal. Mist! Ach, liebe Schwester, ich probiere das noch einmal. Ja, das ist ein schöner Tag. Ach, Emma. Du telefonierst die ganze Zeit? Ich habe mit der Mutter gesprochen. Okay, okay. Ich bin gerade auf der Post und füll ein Formular für das Paket aus. Wofür? Für den Vater. Und? Ich habe mich seine Adresse aufgeschrieben, aber das Zettel auf dem Tisch vergessen. Kannst du mir die Adresse sagen? Ja, hast du einen Stift in der Hand? Ja. Kettwiger Straße 14. Nein, nein. Die neue Adresse in New York. Ach so. Warte, ich sehe gleich nach. Also, er wohnt in der 92 Rockfield Street. Und die Postleitzahl? Die ist 11211. Brooklyn in New York. 11211. Super, danke und die Telefonnummer. Die brauche ich auch. Also, die Ländervorwahl von New York ist 347 und dann 5437809. 5437809. Okay, danke. Emma, warte kurz. Ich muss noch ausfüllen, wie viel die Schallplatten wert sind und wie viel sie wiegen und was im Paket drin ist. Also weißt du noch, was die zwei Schallplatten für den Papa gekostet haben? Ja, das habe ich noch im Kopf. Ungefähr 200 Euro. Und vergiss nicht den Hut für Mama. Das hat 25 Euro gekostet. Aber das Gewicht weiß ich wirklich nicht. Das brauche ich für die Zollerklärung. Na, das Gesamtgewicht sagt dir der Postbeamte. Hast du schon gefragt, wie lange das Paket in die USA braucht? Ich habe noch nicht gefragt, aber ich melde mich gleich bei dir. Gut, dass du das heute erledigst, dann hat Papa die Schallplatten bestimmt am Geburtstag. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Alles klar, danke dir, Emma. Und haben Sie das Formular ausgefüllt? Ja, hier. Mal sehen. Ja, Absender. Dennis Fischer, richtig? Ja, das stimmt. Gut. Der Empfänger in New York ist vollständig ausgefüllt. Und der Inhalt? Den müssen Sie auch schreiben. Was ist denn drin? Ich finde das nicht sinnvoll, dass ich auf das Formular schreiben muss, was der Inhalt vom Paket ist, und dann noch mit dem Wert. Es ist doch ein Geschenk für meinen Vater. Das müssen Sie leider schreiben. Die Zollbeamten wollen ganz genau wissen, was der Paketinhalt ist. Dann müssen Sie richtig berechnen, ob das Paket zollfrei ist. Okay, das Gewicht der einzelnen Teile weiß ich leider nicht. Das ist nicht so schlimm. 450 Gramm, knapp unter 500 Gramm, also noch ein Päckchen. Wann kommt es denn ungefähr an? Augenblick, ich sehe nach. USA, da steht weniger als 12 Werktage. Was? Genauer können Sie das nicht sagen? Nein, leider nicht. Wenn es schneller gehen soll, können Sie es als Premium-Päckchen, also nach Amerika, per Luftpost aufgeben,
Dann sind es 3 bis 5 Werktage. Und wie viel kostet das? Also 19,90 € für das Päckchen normal und dazu kommen noch einmal 15,90 € für den Premium Service, zusammen also 36,80 €. Den Premium Service muss ich leider nehmen, auch wenn es ziemlich teuer ist. In 2 Wochen ist der Geburtstag und da soll es schon bei meinem Vater sein. Gut, sonst noch was? Und ich möchte diesen Brief noch als Einschreiben schicken. Wie viel kostet das? Die normale Gebühr plus die Einschreibegebühr von 3,20 €. Gut, das wäre dann alles. Das Päckchen, das Einschreiben. Das macht 40,90 €. Und hier ist der Kassenbon, darauf steht eine Nummer, mit der du kannst die Sendung verfolgen kannst. Vielen Dank und schönen Tag. Entschuldigung, wo haben Sie die Paketscheine, auszufüllen? Gibt's keine drüben auf dem Tisch? Nee, da gibt's gar nichts. Frau Meier, haben Sie da Paketaufkleber? Bei mir sind sie alle. Sie können bei meiner Kollegin bekommen. Vielen Dank. Ich hasse das, überall Schlange zu stehen. Ich bin seit fast einer Stunde hier. Warum? Nur, einen Brief zu schicken. Warum werfen Sie das einfach nicht in den Briefkasten ein? Ich muss das als Einschreiben schicken. Du bist dran. Schalter 4.